Das wirst du auch schaffen noch, oder? Wunderbar. Ja. Jo, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ihnen allen erstmal frohe Ostern. Vielen Dank, dass Sie die Zeit und die Geduld gefunden haben, heute Abend den Weg hier ins Café K zu finden. An dieser Stelle erstmal einen herzlichen Dank ans Café K-Team, dass wir die Möglichkeit haben, heute hier den Neues zum Besten zu geben. Bevor wir hier ein wenig lesen, möchte ich bitte alle bitten, diese Mobilfunktelefone auszuschalten. Das könnte uns empfindlich stören, im Extremfall zu Wutausbrechen führen. Diese Dame heißt Jette Wixell. Ich heiße Viktor und Sie recht herzlich willkommen. Das ist die Tochter von Wolfgang Reuß. Am 5.5.89 ist er an meinen Armen gestorben. Seitdem treffen wir uns ab und zu. Letztes Jahr haben wir das erste Mal zusammen gelesen. Heute versuchen wir das zweite Mal. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen. Zwischendurch mache ich da ein paar Anmerkungen, weil Sie sehen, es ist ein ziemlich dickes Buch, das werden wir heute gemeinsam nicht schaffen. Damit Sie ungefähr wissen, wo wir uns auf den Zeitstrang von dem legendären Neuss befinden. Es liebe der Wollhändler. Gäbe es keine Wollhändler, gäbe es keine Schafe, gäbe es kein Schafe, hätte ich kein Publikum. Vielen Dank. Wir beginnen. 1965, in der Blüte meiner blauen Tage, zählt zu den Texten, mit denen Neuss zugleich seine Standortbestimmung liefert und ausplaudert, wie er wurde, was er war. Ein Unterhaltungsclown, der sich zum Kabarett-Satiriker mauserte. Die Nummer stammt aus dem Soloprogramm Neuss Testament. Neuss, der sein Testament ständig aktualisierte, abänderte, erweiterte, der hinzufügte und wegließ, hat in den 80er Jahren inzwischen längst zum ausgestiegenen Guru von Charlottenburg geworden ist. Seiner Ballade ein Epilog der Potsdamer Straßenzeitung nachgeliefert. Ich beginne. In der Blüte meiner blauen Tage spürte ich das Spaß ein. Luxus war, den man mit einer Apothekerwaage abwog, denn er war entsetzlich rar. Und das Land der Dichter und der Henker, ach, es war im Antlitz grau vor Rauch, ohne Inhalt blieb so mancher Cognac-Schwenker und an Leere litt so mancher Kopf und Bauch. Da beschloss ich ungebeten, Spaß zu machen für Moneten, etwa so. Ich komme zum Arzt, sag, Herr Doktor, meine Frau bildet sich seit ca. 10 Jahren ein, sie sei eine Henne. Aha, aha, sagt der Doktor. Warum sind Sie denn da nicht schon ein bisschen eher gekommen? Ich sage, Herr Doktor, wir haben doch die Eier gebraucht. Und die Herren von der Industrie flickten ihre löchrigen Taschen, schrien begeistert weg mit Schutt und Aschen, her mit einem Spaß fürs liebe Vieh. Prompt schlug ich auf meine Pauke heftig, die mit einer Kälberhaut bespannt, sah das liebe Fieber arg beschäftigt mit dem Beifall für den Komödiant. Da beschloss ich ungebeten, keinen auf den Huf zu treten, etwa so. Komm ich nach Hause, komm ich zu meiner Frau, sag ich. Sag, Grete, sag, wo ist denn der Staub auf der Kommode? Ich hab mir da eine Nummer notiert. Ja, ich liebte meine Profession, war auf ein paar Pannen rasch dressiert, ließ die Taschendiebe rein, ob schon keiner gern sein Portemonnaie verliert. Und dass jene mit geleerten Taschen meine Kunst genossen und nicht störten und dass diese, die die Taschen leerten, mich nicht schimpften, eine große Flasche, da beschloss ich ungebeten, Violin zu spielen auf der Trompeten, etwa so. Ich komme mit zitterigen Fingern, mit schlotternden Händen zum Doktor, sagt er, Sie trinken wahrscheinlich ein wenig zu viel. Ja, sag ich, aber das meiste vergieß ich noch dabei. Meiner Künstekurs stieg an den Börsen, die nach Kaltleim und nach Weihrauch stinken, sah mir einer zu beim Kartenzinken, griff ich ihn wie notfalls an den Fersen, denn das konnte ich ums Verreck nicht leiden. Spaß unter der Oberfläche, das passierte nie. Wo ich stand, stand ich in Herzlichkeiten, und in diesen stand ich bis zum Knie. Da beschloss ich ungebeten, Spaß zu machen für Proleten, etwa so. Ich sah ja Alphons. Wo warst denn du die ganze Zeit? Sagt Alphons im Knast. Hab in der Einbahnstraße geraucht. Doch da fiel ich in ein paar hohle Löcher und die waren wirklich nicht von Pappe. Und es hieß, geehrter Herr Verbrecher, hier 10 Pfund Dreck für Ihre Klappe. Plötzlich lief ich in den Krieg den Kalten, wollte nicht länger für Faschisten spaßen. Doch die Herren und Frauen, die auf den Bänken saßen, ließen mich nur ungern schelten und auch walten. Da beschloss ich ungebeten, einige in den Arsch zu treten. Postskriptum, dabei ließ ich Haare. Heute jetzt habe ich wieder Lehrlingsjahre. Folge des Verzichts. Während andere in meinem Alter vor der Rente stehen, stehe ich vor dem Nichts.
das brauchen wir erst zum Schluss. Dankeschön. Frau Verhalten. 1985. Die hausgemachte Neusvita mit den überraschenden Antworten auf die Frage nach dem Woher und Wohin wurde von der Taz veröffentlicht. In den 80ern hat sich der kaputte Kellerguru, in Klammern die neue, bis dato eher diesseitigen Fragen zugewandt, meditierenderweise mit dem Problem der Reinkarnation beschäftigt. Ich bin einer der wenigen in der Stadt, so Neuss in der Talkshow, Leute des SFB, der mit Toten spricht, weil es den Geistern gut tue, die sterben. Aber sowas macht man natürlich nur, wenn man weiß, dass man wiederkommt. Ständiges Kommen und Gehen auf der Erde und deswegen habe ich nie ein Comeback. Kleine Ahnung. Vom Jahre 1 nach Christi Geburt bis zum Jahre 33, nach dessen Geburtstag, habe ich als Nomade Ben Hürlimann im Bekertal gelebt. 49 Tage nach meinem dortigen Ableben kam ich im Spreetal im Jahre 34 nach Christus als Mädchen Bärlein zur Welt und lebte am Schluss mit 5 Kindern bis zu meinem Tod im Jahre 94 nach Christus. Noch im selben Jahr 94 wurde ich in Antwerpen als Sohn eines Burgenbauers zur Welt gebracht und mit dem Namen Burkhard, der Gerechte, starb ich im Jahr 138 nach Christus. Schon im Jahre 140 war ich wieder in Hamburg zur Welt gekommen mit dem Namen Henriette Buys. Tatsächlich lebte ich als Grand Dame bis zum Jahre 201. Dann kam ich wieder als Mädchen zur Welt und hieß Bärbel Flemich, war Nonne im Kloster bis zu deren Tod im Jahre 278. Danach war ich der Mann Karl Liebeding, Kupferstecher und erster Dorfschulze. Im Jahre 322 starb ich als Karl Liebeding und genau wieder mal 49 Tage später kam ich als Mädchen Marie Himmel, Dienstmädchentochter, zur Welt, beispielsweise zu Körper. Man kann sich ja nun mal denken, wer ich alles war, bis ich Wolfgang Neuss wurde. Ich war Neger und reich, weißer Zeitungsjunge, Puffmutter, Kutscher beim Kaiser, Bürgerin, Nutte und asiatischer Arbeitsminister. Kreole in Borneo. Zuletzt war ich die beste Freundin meiner Mutter. Und nun will ich mal anwesend bleiben, verstehst du? Wie mir warm wurde. Ich war 4 Jahre alt. Ich lag in einem Bett und hatte die Füße meiner Schwester im Gesicht. Sie war 3 Jahre alt und wir hatten nur für uns 2 dieses eine Bett. Sie lag mit dem Kopf am anderen Ende jede Nacht und störte die Atemzüge des anderen, schließen wir nebeneinander. So hatte sie meine Füße mal in ihrem Nacken, am Rücken, im Bauch und in dieser einen Nacht geschah es. Ich hörte, wie meine Mutter zu meinem Vater im Bett an der gegenüberliegenden Wand flüsterte, nun lass es gut sein. Dann stehe ich noch mal auf und gehe noch ein Bier trinken, sagte Vater. Quatsch, sagte Mutter, mal Otto was anderes. Die Kinder sind jetzt 3 und 4 Jahre alt. Wollen wir nicht endlich mal heiraten? Haben wir doch eben gemacht, sagt Otto, du willst ja nicht mehr. Hast du eben gesagt, nun lass es genug sein. Außerdem heirate ich erst mit 3 Kindern. Jede Nacht flüsterten sie was zusammen. Immer wenn das Bett eine Weile geknarrt hatte, meine Mutter gestöhnt hatte, dunkel. Vater Otto heller, meine Schwester hatte beim ersten Mal gedacht, beide heulten. Nach der Gewöhnung daran hatte sie dann das öftere Mal dazwischen gelacht, aber es hatte den beiden nichts ausgemacht. Heute Nacht nun drehte ich mich um. Die Füße meiner Schwester rutschten mir in den Hintern. Mit der großen Zehe spuckte mir ihr rechter Fuß genau dazwischen. Heute weiß ich, wo die große Zehe meiner Schwester mich drückte. Es war mir damals ein wunderbares Gefühl, so schön, dass ich zu beten vergaß und einschlief. Seitdem suchte ich abends im Bett immer die große Zehe meiner Schwester in die Gegend zu bekommen. Als ich 10 Jahre alt war, waren wir 4 Kinder, hatten ein Haus, ein Auto, ein Dienstmädchen. Vater und Mutter hatten geheiratet, jeder hatte ein Zimmer. Keine Schwester lag mehr in meinem Bett und ich tat meine Hand dorthin, wo es schön war. In Ermangelung der großen Zehe meiner ersten Schwester. Unser Dienstmädchen war doppelt so hoch wie ich, 35 Jahre alt, eine zweischläfrige, hatte Vater Otto mal zu mir gesagt und meinten den Umfang ihres Körpers. Sie war fett und ungewöhnlich vollbusig. Eine Dralle, dazu auch noch große Person. Sie kam mit uns 4 Kindern gut zurecht. Da saßen wir einmal beim Abendessen, meine erste Schwester neben mir, die beiden kleineren Geschwister mir gegenüber und auf meiner anderen Seite saß das Dienstmädchen. Weiß nicht, wie es dazu kam. Aber ich stieß mir mit einem Fuß den Schuh vom anderen ab und dann tastete ich mich vorsichtig nur mit dem Strumpf auf das Dehr an die Beine des Dienstmädchens. Sie guckte nur kurz zu mir und ich fühlte meine Zehe tiefer irgendwo ins Warme. Schön, Bubi, sagte sie. Nun geh schlafen.
Ich komme dir noch eine gute Nacht sagen. Das Dienstmädchen kam dann mit der großen Hand unter die Decke. Donnerwetter, sagte sie. An dieser Stelle stoppe ich. Das wurde damals aus pornografischen Gründen dann gekürzt und wir kommen zum nächsten Text. Landwirt wollte ich werden und Schlachter habe ich gelernt. Mit 14 Jahren sah ich aus wie ein Mädchen, lauter Sommersprossen im Gesicht. Weiß noch genau, wie das war, als ich mein erstes Schwein totgeschlagen habe. Man stellt sich mit beiden Füßen über das Schwein, sagte der Meister. Damals wurden die Schweine noch geschlagen, nicht mit der Bolzentüte. Und dann schlägt man zu und dann legt sich das Schwein um. Wenn man dann nicht im richtigen Moment sticht, wird es wieder wach und schreit. Also ich hatte richtig Lampenfieber. Wie beim Film, kurz vor der Aufnahme, also ich schlage das Schwein, es fällt um, ist stumm, setze mich blitzartig auf das Schwein, knie mich gleich auf die richtige Stelle, mit dem Knie in die Schweinshüfte und steche. Anschließend habe ich eine Menge Kuchen gegessen. Brust war nicht drin. Wenn man jetzt an der falschen Stelle sticht, ist alles vorbei. Und dann das Blut. Wenn das Blut endlich kommt, muss man sofort rühren. Sonst ist es nicht mehr zu gebrauchen. Wichtig auch, dass man das Schwein richtig brüht. Später habe ich mal 3 Schweine auf dem Schlachthof verbrüht. Das ist grauenvoll. Will alles gelernt sein. Wie gesagt, Schlachter, Icke. Hab ich gelernt, irgendwas muss der Mensch ja lernen.1965, noch einmal, neues Blick nach vorn, die deutsche Frage, hochgerechnet und durch die Westbrille betrachtet. Der Text erscheint 1965 erstmals in der Satirezeitschrift Neues Deutschland und wird wie Urlauber Pauls Brief vom Schwarzen Meer von Neuss bei öffentlichen Auftritten vorgetragen. Autor Neuss hat die Wiedervereinigung nicht mehr erlebt, er starb ein halbes Jahr vor dem Fall der Mauer. Warum ich mich auf die Wiedervereinigung freue? Weil wir dann eine Macht sind. 1 Million Soldaten, nochmal so viel Polizisten, jeder Deutsche ein Auto, Hunderttausende von Gefängnissen, ein unübersehbares Heer von Finanzbeamten, Oderkähne, Danziger Goldwasser, Königsberger Klopse, das frische Haft, Schneekoppen Abfahrtsläufe, Rübezahl in Katowice, Schweidnitzer Keller, Zeiss Ikon für Münnemann, die Nachkommen von Pferdemenges als Verpächter brandenburgischer Angelplätze und der vielen schönen Seen, die uns dann wiedergehören. Die Jahrhunderthalle in Breslau, Stettiner Sängerknaben, Dresdner Zwinger, Auerbachs Keller in Leipzig, Thomaner Chor, die Kirche in Wittenberg, Goethestadt Weimar, das Westberliner Theater, das wieder nach Cottbus umzieht, Baden in der Ostsee, Rügenwalder Teewurst, Kreidefelsen, ein 70-Millionen-Volk. Und eine hohe Mauer an der deutsch-polnischen Grenze von 1937. Mit Schießbefehl für Bundesgrenzschutz, damit kein Pole zu uns rein kann, weil wir wieder unter uns sind. Weil wir nicht getrennt sein wollen von unseren Familien. Und weil wir dann auch keinen Ärger mehr haben mit fremden Polizisten, die unsere Autos im eigenen Land durchschnüffeln. Weil wir dann keine Entwicklungshilfe mehr zu zahlen brauchen an fremde Völker. Weil die dann nichts mehr anerkennen brauchen oder können, was sie wollen. Weil wir dann nicht erpresst werden, weil wir dann keine Schicksalsfrage der Nation mehr haben, nur noch Antworten auf demokratischer Basis. Und jeder, der kein Demokrat ist, kriegt dann eins in die Fresse, weil wir was gelernt haben, weil wir es diesmal besser machen, weil wir die Franzosen nicht mehr brauchen, weil der Russe die Quittung kriegt und Rostock und Swinemünde und Danzigs Kriegsschiffe aus Wilhelmshaven und Kiel und weil die Bundesliga aufgestockt wird und weil der 1. FC Köln dann gegen Beuthen 09 antreten muss. Weil wir keine KZs mehr brauchen, weil die Juden aus Berlin, Hamburg und München dann nach Israel müssen und Ulbrichts Schergen ins Lager kommen, weil das unsere Selbstbestimmung ist und dem Völkerrecht Genüge geschieht und in Werder die Baumblüte, endlich wieder Töpfereien in Bunzlau, Peenemünde wird aufgebaut, dann zittern aber die Chinesen. Deshalb freue ich mich auf die Wiedervereinigung. Weil die Chinesen letzten Endes doch an der deutschen Teilung schuld sind. Was sie später mal alles mit uns machen wollen, nur weil wir sie heute hungern lassen. Deshalb müssen wir wieder ein Volk, mehrere Führer haben. Das muss sein in einer Demokratie. Und reich müssen wir auch bleiben, wegen der Anziehungskraft bis zum Ural.
Ich freue mich auch darauf, weil die Intellektuellen da nicht recht bekommen. Die wollen verzichten. Unser Anspruch ist aber unverzichtbar, weil wir zusammengehören. Darum freue ich mich auf die Wiedervereinigung, weil es uns dann noch besser geht als heute. Vom Saargebiet bis nach Allenstein. Dann sehen wir weiter. Neues. Noch immer Berlins Liebling unter den Kabarettisten. Schnauze mit Herz. Publiziert Anfang der 60er in zahlreichen Zeitschriften und Tageszeitungen. Er schreibt Kritiken, Glossen, Polemiken. Die Berliner Blacks werden von der Zeitschrift Revue veröffentlicht. Über Berliner Humor kann man nicht sprechen. Man kann ihn nur weitergeben. Und zwar ungekürzt, unverändert und oft gegen alle Regeln des guten Geschmacks, der Logik und ohne Rücksicht auf sogenannte Tabus und die dummen Angewohnheiten der menschlichen Hemmung. Bezüglich Humor ist Berlin eine Goldgräberstadt. Das Gold aber eignet sich nicht zur Weiterverarbeitung. Tut man es dennoch, verliert es seinen Wert, seine Echtheit und den Glanz der Herzlichkeit. Aber auch das Gift der hinterhältigen Bösartigkeit und die Unschuld des Profanen. New York, London, Kopenhagen und Berlin, der Humor dieser Städte mag noch so lokal bedingt sein, er ähnelt einander und ist immer im besten Sinne weltbürgerlich, antireaktionär und menschenfreundlich. Herz mit Schnauze, Schuspel mit Nächstenliebe, Geist, Gags und Grips und eine riesige Sentimentalsperre für alle Pseudogefühle, dazu ein unüberbietbares Misstrauen gegen Tradition und Überlieferung und den untrüglichsten Instinkt für das Zusammenwirken von Gehirn und Herz mit Schnauze. Ich komme nach Hause, ich sag Emma, nicht da, keine Antwort. Wo kann denn meine Frau sein? Ich gucke ins Schlafzimmer, ist sie nicht. Im Wohnzimmer ist sie nicht, in der Diele ist sie nicht. Ich gucke in die Küche, liegt sie da, tot. War ich schon sauer. Vielen Dank für die Ruhe. Sensationell. Angenehm. Schönes Lesen bei Ihnen. Innere Führungskettenreaktion. Der Oberst sagt zum Adjutanten: Morgen früh um 9 ist eine Sonnenfinsternis. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillich auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es Ihnen erklären. Wenn es regnet, werden wir nichts sehen. Dann sollen Sie sich in die Sporthalle begeben. Der Adjutant zum Hauptmann: Befehl vom Oberst. Morgen früh um 9 ist eine Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof nicht sehen. Dann findet sie im Drillich in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Der Oberst wird erklären, warum das Schauspiel selten ist. Der Hauptmann zum Leutnant. Schauspiel vom Oberst. Morgen früh 9 Uhr Einweihung. Der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird erklären, warum es regnet. Sehr, sehr selten sowas. Der Leutnant zum Feldwebel. Seltener Schauspielbefehl. Morgen 9 Uhr wird der Oberst im Drillich die Sonne verfinstern, wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn es ein schöner Tag ist. Wenn es regnet, Kasernenhof. Der Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um 9 Uhr Verfinsterung des Obersten im Drillich, wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf den Kasernenhof. Sollten Schauspieler dabei sein, sollen sie sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ich weiß, der Oberst will unser Drillich verfinstern. Das tollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er hier einen machen. Schauspieler sollen Selter bekommen, typisch. Dann will er erklären, warum er es aus rein sportlichen Gründen die Kaserne nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Wen wundert es dann noch, dass auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden? Trinkt Neussig mit dem Gedanken, eigene Filmprojekte zu verwirklichen. Er schreibt die Filmsatiren Serenade für Angsthasen, Genosse Münchhausen und Wir Kellerkinder. Legendär, schwer zu empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat. Die beiden letzteren kann er Anfang der 60er realisieren. Der Text vom Generaldirektor erscheint in der Frankfurter Nachtausgabe. Also wie ich nicht Generaldirektor wurde. Nie Playboy gewesen. Nicht Tennis, Golf oder Bridge gespielt. Demnach weder Krupp noch Flick kennengelernt. Vater, Mutter, Großvater und alles, was davor lag, sowie Verwandtschaft rechts und links
Von der Hauptlinie Neuss waren glücklicherweise keine Testamentshinterlasser und Lotteriegewinner, so dass ich nie die Belastung einer riesen Erbschaft zu spüren bekam. Am letzten Krieg auch nichts verdient, nie zum Beutemachen gekommen, nichts requiriert, zapp, zerab, für mich belächeltes Sprichwort gewesen, aber nie zum eigentlichen Sinn des Wortes vorgestoßen, eigene Armee auch nicht beklaut. Dämlich gewesen, Instinkt gehabt. War also richtig gewesen, als ich 45 herausstellte, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt nichts verbrochen hatte. Dadurch nun also auch selbstverständlicherweise keine Wiedergutmachung erhalten. Blieb das Schieben. Zum Glück schob ich Kulissen, dämlich gewesen, aber auch Gott sei Dank nicht Gelder gesammelt. Keine Lust zum Alleskönner, keine Sprachkenntnisse, Kopfrechner mit Geld schwach. Sparen, hohe Kante legen, undurchführbar. An der falschen Stelle energisch, leichtsinnig mit mir, bei unnormalen Dingen gewissenhaft bis zum Exzess. Verabscheue Radfahrer, die sich im Vorzimmern aufhalten, mag keine Schreibmaschine und Stereografie-Erotik, kann auf der einen Seite, wenn es nicht gerade ein Zimmer ohne Fenster ist, dasselbe aus diesem schmeißen, bin aber pingelig, wenn ich jemandem meinen Wagen leihen soll. Besteche nur durch ewiges Meckern und bin ungern Bauchträger, weil ich genug Sorgen habe und die Schultern nicht auch noch von unten her belasten will. So also wurde ich nicht Generaldirektor. Außer so. Regisseur Kurt Meisel wollte mich für den Uferfilm Liebe verboten, heiraten erlaubt haben. Als Generaldirektor habe es gemacht, werde Erfolg haben. Soll sich also kein Mensch wundern, wenn ich eines Tages an leitender Stelle der Ufer stehe. Gut. 1965, unter der kleinen Welt wird bei Neuss auch der sächsische Lilliput-Sozialismus abgelehnt. Gemeint ist damit die vom gebürtigen Sachsen Walter Ulbrich installierte DDR-Diktatur stalinistischer Prägung. Von der kleinen Welt. Lulatsch, du himmelarschig donnerwettriger Latte, wie lange willst du hier noch auf dem Pygmäenklavier zummeln? Hau ab, flatter. Du störst in querulatorischer Absicht. Hat dich der Sozialistische Studentenbund verseucht? Ausgerechnet, wenn ich mir eine kleine ideologische Abweichung gestatte, drückst du hier auf Tasten in einer das System in Frage stellende Art und Weise, die jedem sozialdemokratischen Falken trotzkistisch zur Ehre gereichen würde. Kennst du denn überhaupt den Unterschied zwischen einem sowjetischen und einem deutschen Kommunisten? Der Unterschied ist rasch umrissen mit dem Witz: Es war einmal ein Zwerg, sein Vater war ein Schotte. Die sowjetischen Genossen halten die Deutschen zu kurz. Wir könnten längst eine geglückte zweite deutsche Revolution haben. Aber nein, diese Moskowiter mit ihrer Friedensliebe. So kommt es zum sächsischen Lilliput-Sozialismus. Hau ab, du Zwerg, ich kann dich nicht mehr sehen. Geh auf die Toilette und mach Pipi oder AA. Das ist ein Scheißbefehl. Nun geh schon und entschuldige meine ungeduldigen Gedanken. Die sind mir völlig untaktisch heruntergefallen. Heb sie auf, du hast den kürzeren Weg zum Boden der Tatsachen, Zwerglatte. Geh mir aus den Augen, ich habe es satt, dich zu übersehen. Lame Drogum, Radia Radium, Radio Mal, Agalati Radio, Antiobionos, Lochen, Sasayama, Nichimamaku, Lepo, Amozako, Kokumal, Salahül, Tsunano, Azza, auch Bayesta, Amaki. Lame Drogen, Ragia Ragim, Ragimal, Agalat, Radio, Anchovionus, Lochen, Sazaja, Manichen, Mamaku, Lepo, Borzaku, Kogumal, Salayel, Utsunami, Azarov, Besta, Tama. Lame Drogen, Ragia Ragim, Ragimal, Agalat, Radio, Anchovionus, Lochen, Sazaja, Manichen, Mamaku, Lepo, Borzaku, Kogumal, Salayel, Utsunami, Azarov, Besta, Amati. An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns dann in 10 Minuten wieder, ja? Schätzt, das Mittelmaß hat sich durchgesetzt. Bei Ihnen noch alles in Ordnung, meine Damen und Herren? Ja? Willkommen zum zweiten Teil. Hoffe, es macht noch Spaß. Ich finde das sehr anstrengend übrigens. Lesung ist das anstrengendste überhaupt. Obwohl ich in der Schule war und lese zweimal. Was Anstrengendes? Nein. Obwohl ich muss mich glücklich schätzen, die Dame im Hintergrund, die Attraktive, die wohnt mit mir in der 5. Straße im Corbusierhaus, die hat mich heute Morgen nochmal ermutigt. Ja, ja. Vielen Dank. Ich fühle mich sicher. Ich bin kein Beispiel, ich bin ein Vorspiel. Oder? Alter Neuspiel. Okay, weiter geht's, meine Damen und Herren.
Sprache und Geräusche. Ich bitte um Ruhe. Die Sprache ist ja Geräusch. Wir nennen die ja nur Sprache. Das Wort Sprache ist so wie das Wort Ethik. Das stimmt gar nicht zur Sprache, zur Rede. Geräusche müssen wir sagen, machen wir. Wenn wir Geräusche zur Sprache sagen würden, dann würden sie entwerteter sein, ja? Sprache, so her klingt das schon, so gehoben, ne? Aber Geräusche aus dem Mund, na, was macht denn der denn da für Geräusche mit dem Mund? Hör mal zu, der spricht wie Marcuse. Interessante Geräusche. Oder wie Adorno, mit Klaviergeräusch dabei. Oder der spricht wie Heidegger, ja? Mit Weihrauch. Ach, so wird die vereinfacht. Da kam einer an, sagt, nimm alles wörtlich. Also, ich heiße Müller. Dann denkst du, ich bin einer aus dem Mehl, wa? Ich komme aus dem Mehl. Ich hab was mit Müll und mit Mehl zu tun. Und einer heißt Krause. Dann denkst du dir, der weiß nicht richtig Bescheid, wenn der Krause heißt. Der denkt ja Kraus im Kopf. Nimm alles wörtlich. Das war der beste Einfall. Als Baby hat man gemacht, Mama, als Baby, ja. Und dann sind so die Worte dazu gekommen, ne? Was man schon so sagt, Worte. Aber Geräusche sind es. Sekunde, meine Damen und Herren. Ich darf doch anfangen. Aber ich muss doch ankündigen. Du musst doch nicht ankündigen. Ich will jetzt intelligent loben und ankündigen. 1963. Das deutsch-deutsche Verhältnis nach dem Mauerbau und die vom Westen allseits und immer wieder bekundete Fürsorglichkeit für den östlichen Nachbarn, Klammern Kerzen ins Fenster, entlarvt das Kabarett der 60er als verlogene Heuchelei und unterschwellige Großmannssucht. Neuss ist das ein Gedicht wert, das er in sein Soloprogramm das jüngste Gerücht einbaut. Deutsche Liebe. Ich freue mich so, zu jeder Zeit und tu ins Päckchen Ost ein Trockenblümchen zwischen Dr. Oetkers Puddingpulver, ein Pfirsichen Kaffee und ein Schneck vom Bäcker, ein Amerikaner, weil der liebe Gott steckt im Detail. Ich send noch stets zu Ostern, Pfingsten, Weihnacht nach Potsdam und nach Merseburg das obligate Fettpaket, das mich vom Denken frei macht. Und habe ich das Bedürfnis, mich besonders liebevoll zu zeigen, schicke ich schnell Schmalz nach Neuruppin. Mit ein paar Trostesworten drin, denn dann darf ich weiterschweigen. Ich danke Gott und wünsche mir, dass es so ewig bliebe, dass ich noch lange helfen darf. Hauptsache ist, man schießt nicht scharf. Das ist die deutsche Liebe. Willst du mich eigentlich mal introduzieren? Ja, na klar. 65, das nach dem... Nee. Ach so. Das musst ja du lesen, das sollst du mir introduzieren. Ja, pardon. Aber ist richtig, ja. 65. Die Ballade unter die Strafe gestellt, eine Parodie auf die von den Christdemokraten geplanten Notstandsgesetze, geht auf einen Text Hans Magnus Enzensberger mit dem Titel Vorschlag zur Strafrechtsreform zurück. Die Enzensberger Vorlage, die vom Neuss ständig aktualisierend verändert wird, trägt den Zusatz Quelle Strafgesetzbuch 32. Auflage. Unter die Strafe gestellt. Erstens. Wegen staatsgefährdender Störung in Tateinheit mit schwerem Forstwiderstand wird bestraft. Wer Gegenstände zur Verschönerung öffentlicher Wege böswillig verschleiert, wer die Überwachung von Fernmeldeanlagen stört, wer vorsätzlich Süßstoff herstellt, wer den Dichter will verstehen, wer den Gebrauch gewisser Beteuerungsformeln unterlässt, wer eine Frau zur Bestattung des Beischlafs verleitet oder einen anderen Irrtum in ihr erweckt, wer auf einem Eisenbahnhofe mittels Abschneiden eines wichtigen Gliedes eine Amtsperson verringert, wer länger als 3 Kalendertage abwesend ist,
wer sich dem Müßiggange hingibt, wer Einrichtungen beschimpft, wer seine Richtung ändern will, wer ein Zeichen der Hoheit beschädigt, wer sich mit Wort und Tat auflehnt, wer Widerstand leistet, wer sich nicht unverzüglich entfernt, wer ohne Vorwissen der Behörde oder seines Vorteils wegen oder vorsätzlich oder als Landstreicher oder um unzüchtigen Verkehr herbeizuführen oder mittels arglistiger Verschweigung oder wegen Entgelt oder wissentlich oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder gröblich oder grob fahrlässig oder böswillig oder ungebührlicherweise oder aufgrund von Rechtsvorschriften oder ganz oder teilweise oder an besuchten Orten oder unter Benutzung des Leichtsinns oder nach sorgfältiger Abwägung oder mit gemeiner Gefahr oder durch Verbreitung von Schallaufnahmen oder auf die vorbezeichnete Weise oder unbefugt oder öffentlich oder durch Machenschaften oder von einer Menschenmenge oder in einer Sitte und Anstand verletzenden Weise oder in der Absicht, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder mutwillig oder nach der dritten Aufforderung oder einer